Gestern haben wir Grüne online die FDP dafür kritisiert, dass sie nur 13% Frauen auf ihrer Landesliste hat. So, dafür sammeln sich jetzt einige Kommentare unter diesem Posting, vor allem von männlichen FDPlern, die uns da in einzelnen Kritikpunkten angreifen. Wir haben das deswegen gemacht, weil würde die Liste so ziehen, wäre die nächste Landtagsfraktion der FDP zu maximal einem Achtel mit Frauen bestückt. Die männlichen FDPler finden das alles gar nicht so schlimm und kritisieren statt uns dessen. Und jetzt habe ich mir die Kritik mal ein bisschen angeguckt und dazu möchte ich was loswerden. Erster Vorwurf, kein Programm. Gut, schauen wir uns mal die Fakten an. Wir Grüne haben ein Programm mit 308 Seiten, die FDP in NRW ein Programm mit 49 Seiten. Jetzt sagt ihr, ja, aber Schriftgröße und Zeilenabstand, das kann schon was ausmachen. Ja, da habe ich mir auch die Mühe gemacht, das mal nachzuzählen. Bei den Grünen besteht das Programm aus 660.000 Zeichen, bei der FDP aus 195.000 Zeichen. Das bedeutet, überschlagen, wir haben über dreimal so viel programmatische Inhalte, die wir für die Landtagswahl am 14. Mai anbieten. Von keinem Programm kann also nicht die Rede sein. Und nehmen wir als nächsten Punkt vielleicht auch einfach die beiden Kampagnen und vergleichen sie miteinander. Da steht auf der einen Seite die Kampagne der Grünen. Wir plakatieren in NRW ganz klar Inhalte. Wir plakatieren 10 unterschiedliche inhaltliche Motive: Umweltschutz, Generationengerechtigkeit, chancengerechte Bildung, bessere Bus- und Bahnverbindungen, mehr tun für Familien. Das sind unsere Inhalte und nur auf einem Plakat ist unsere Spitzenkandidatin abgebildet und auch sie transportiert ihre eigene Haltung, nämlich mehr Toleranz und Haltung statt Hass und Hetze. Und jetzt zur FDP. Gut, die hat uns jetzt Großflächen präsentiert. Auf denen finden wir Christian Lindner. Und zwar eigentlich nur Christian Lindner und gar keine inhaltliche Aussage zu irgendwas, was Ideen für den Landtagswahlkampf und die Landtagswahl mit sich bringen würde. Insofern in beiden Punkten Programm wie Kampagne würde ich sagen, Inhalte Grüne 1, Inhalte FDP 0. Zweiter Vorwurf, Negative Campaigning. Wirklich aus dem Mund der FDP Negative Campaigning? Ernsthaft? Die FDP ist die einzige Partei, die in diesem Landtagswahlkampf vor allem durch Negative Campaigning auffällt. Ich muss jetzt mal ablesen, weil ich muss es mir aufschreiben, weil das nicht zu unserem Stil gehört, Wahlkampf zu führen. Nichts tun ist Machtmissbrauch, heißt es da bei der FDP. Es geht um unser Land, grün-rote Wirtschaftspolitik, das andere Wort für Sabotage. Sabotage? Ehrlich? Also dazu habe ich jetzt mal nach einer Definition gesucht. Als Sabotage, liebe FDP-Kritiker, bezeichnet man die absichtliche Störung eines wirtschaftlichen oder militärischen Ablaufs zur Erreichung eines bestimmten, oft politischen Ziels. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist mit Sabotage oft auch die gewaltsame Beschädigung und Zerstörung von Geräten, Maschinen, Infrastruktur und so weiter gemeint. Die FDP plakatiert also, Rot-Grün würde absichtlich und mit Vorsatz Beschädigung betreiben. Ernsthaft, wenn das nicht Negative Campaigning ist, was dann? Vielleicht hat es bisher in keinem Wahlkampf einen derartigen Auswuchs an Negative Campaigning gegeben, wie ihn die FDP gerade in NRW betreibt. Gerne gehe ich in einen Wettstreit mit anderen Parteien um die besten Ideen für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen, aber mich mit denen auseinanderzusetzen, die öffentlich der aktuellen Landesregierung Sabotage vorwerfen. Sorry, da sind wir raus. Vorwurf Nummer 3, die Quote. Also wir haben nicht aufgebracht, dass die FDP die Quote einführen soll. Ganz im Gegenteil, das ist das Geschäft der FDP. Ich kann dazu nur sagen, wir als Grüne haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir damit den über 50% Frauen, die es in unserer Gesellschaft gibt, eben auch automatisch ein Recht einräumen, bei uns gleichberechtigt zu sein mit den Männern. Und am Ende ist es mir egal, ob die FDP dafür eine Quote verwendet oder nicht. Vielleicht wäre es ein Anfang, die guten Frauen, die es vielleicht bei der FDP ja auch geben mag, einfach zu ermuntern, zu kandidieren. Vorwurf 4. Gibt es nichts Wichtigeres? Ernsthaft, also dieser Vorwurf ist so lame. Gibt es nichts Wichtigeres, ist sowas wie der absolute Killer für jedes politische Belang. Wir als Grüne meinen,
Wenn wir uns nicht darum kümmern, den Klimawandel zu stoppen, die Umwelt zu schützen und das zu bewahren, was uns als Menschen erhält, dann brauchen wir uns über viele Dinge auch einfach gar nicht mehr unterhalten. Aber wir haben verstanden, okay, die repräsentative Funktion von Frauen scheint der FDP nicht so wichtig zu sein. Der FDP scheint es nicht wichtig zu sein, dass Frauen auch repräsentiert sind. Und das trotz der Tatsache, dass 51% der Gesellschaft eben aus Frauen besteht. Das könnt ihr für euch ja so entscheiden, liebe FDP. Fakt ist aber, dass noch immer die deutliche Mehrzahl in den Chefetagen männliche Vornamen trägt und keine Frauen sind. Für uns Grüne ist das keine Nebensächlichkeit oder was Unwichtiges. Wir treten dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt mit den gleichen Rechten ausgestattet sind wie Männern, weil es nicht entscheidend sein darf, ob man eine Frau oder ein Mann ist, um den Weg zu gehen, den man gerne für sich individuell gehen möchte. Und dafür die Barrieren abzuschaffen und Frauen zu ermuntern, sich zu trauen, einen Weg zu gehen, als Firmenchefin, als Handwerksmeisterin, als ja, Spitzenpolitikerin. Dafür machen wir uns stark, dafür stehen wir zur Wahl am 14. Mai. Wer dieses Anliegen teilt, Zweitstimme Grün.